Willkommen meine Freunde zum neuen Video auf meinem Kanal. Ich zeige euch heute hier eine sehr, sehr günstige UV-Liste. Wenn es euch natürlich gefällt, lasst sehr, sehr gerne einen Daumen hoch da. Lasst doch sehr, sehr gerne ein Abo da, wenn ihr das erste Mal hier seid, Freunde. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ab geht's! So Freunde, wie ihr alle mitbekommen habt, ist der gute Senkgrafen hier rausgekommen und dadurch würde ich euch empfehlen, aktuell Bundesligaspieler UV auf eure Liste zu packen. Ich werde euch natürlich die Spieler zeigen, die ich empfehlen würde. Ihr seht, ihr müsst das hier mit nur Bundesligaspielern spielen, müsst 30 Tore erzielen, 15 Spiele müsst ihr glaube ich sogar nur einfach so spielen. Und 6 müsst ihr mit R1 Schüsse machen, 4 Vorlagen, dies, das, Ananas. Ich glaube, man muss hier nicht mal gewinnen. Ah, doch, 15 muss man sogar gewinnen. 15 gewinnen. Ich dachte, man muss die nicht mal gewinnen, aber 15 muss man gewinnen. Das heißt, man muss schon ordentliche Bundesligaspieler spielen. Man kann ja jetzt nicht einfach nur Gold Nonvers reinstellen. Und ich zeige euch, welches sich dafür lohnt, um auf eure UV-Liste zu packen, Freunde. Und da würde ich sagen, starten wir direkt rein, gehen wir auf die Liste. Fragen sich jetzt bestimmt auch, warum bin ich hier auf dem 2. Account? Ihr seht natürlich auch an der Münzzahl, dass nun mein 2. Account ist. Ich habe einfach auf dem Hauptaccount keine Plätze frei und hier habe ich aktuell gar nichts drauf, deswegen geht das völlig klar. Zeige ich euch einfach die Karten, wie ich die immer kaufe. Werde jede Karte nur einmal kaufen. Ich empfehle euch jede Karte aber so 3-4 Mal zu kaufen. Fangen an mit der ersten Karte. Der ist der gute Zacharia, kostet ungefähr 4.500. Okay, ist sogar ein bisschen runtergegangen. Ihr könnt natürlich gucken, dass ihr den sogar, dass ihr so Karten direkt mit Shadow kauft. Könnt natürlich auch schauen, ist er vielleicht umgeformt? Geht der vielleicht auch mit einem Gebot für 4.000? Könnt ihr auch versuchen, den dann zu bekommen. Also ich denke mal, wenn ihr dann 4.000 auf den bietet, kriegt man den schon. Hier natürlich mit Shadow könnt ihr auch versuchen, dann natürlich mitzubieten. Mit Shadow könnt natürlich auch versuchen, immer zu snipen. Wenn nicht, nehmen wir den für 4.2 mit. Ist jetzt zwar 200 Münzen teurer, wie man bekommen könnte, weil man bekommt den eigentlich safe für 4.000. Nehmen wir aber mit, würde ich sagen, und stellen den dann einfach für 1k teurer drauf. Ich würde so Karten euch immer empfehlen, umso teurer die sind, umso teurer macht er die auch. Also so eine Karte würde ich jetzt für, machen wir 5 Vierer drauf. Ich mache so teure Karten, die über 2-3k kosten, immer für 1k teurer. Die nur 2k kosten, mache ich immer nur so 500-600 teurer, dass ihr pro Karte mindestens 500 Gewinn macht. Stellen wir den Zachary rein. Wie gesagt, den holt ihr euch 3-4 Mal auf die Liste. Maximal 5 Mal, mehrmals würde ich ihn nicht holen. Und wir gehen zu der nächsten Karte rüber. Freunde, und jeder braucht natürlich auch einen passenden Stürmer für die Bundesliga-Challenge. Und wir sehen natürlich, der Leipzig-Stürmer ist dann natürlich überragend für, kostet 950.000. Das wäre ein bisschen viel, wenn er 950.000 wohl kosten würde. Könnt ihr wahrscheinlich auch für 900 erbieten. Würde ich so ungefähr empfehlen, so eine Karte für 1,5 zu verkaufen. 1,5, 1,6. Wie gesagt, wenn ihr den jetzt 5-mal kauft, stellt nicht alle für 1,5 rein, stellt einen für 1,4, einen für 1,5, einen für 1,6, einen für 1,7, einen für 1,18. Ihr könnt da einfach variieren. Ihr werdet sehen, wenn ihr nämlich alle für denselben Preis reinstellt, ist das nicht so brauchbar, sage ich euch, wie es ist. Der nächste ist auch einer von Leipzig, ist der gute Konrad Leimer. Kostet ein bisschen mehr. 1 ist sogar wieder hochgegangen. 1,8 kann man mitnehmen. Würde ich auch ungefähr 900 bis 1000 Münzen teurer machen, würde ich jetzt so sagen, machen wir den für 2,7 rein. Leimer, auch eine sehr, sehr gute ZM-Karte für die Bundesliga-Challenge, kann man sich auf jeden Fall auch holen, natürlich ein paar Mal, eine sehr, sehr gute Karte. Der nächste ist der Mbabu, auch eine sehr, sehr gute Karte, ist der beste Rechtsverteidiger, den die haben. Ihr seht natürlich, wenn ihr was seht hier mit Chemistry Style, nehmt immer die mit den Chemistry Styles mit. Das sind jetzt zwar nur 150 Coins Chemistry Styles, ist aber trotzdem interessanter für die Leute, wie wenn die jetzt hier einen mit Basic kaufen. Ne? Deswegen habe ich jetzt 2 mitgenommen, auch den Mbabu ungefähr für 1000er teurer, 2,4. Den anderen machen wir dann für 2,6, dass ihr nie dieselben Preise habt. Weil wenn jemand so durchgeht und hier seht, okay, alles selbe Preise, ja, wird er nicht kaufen, wenn er sieht, okay, hier kosten alle gleich viel. Deswegen immer ein bisschen die Preise variieren, Freunde. Der nächste, der sehr, sehr gut ist, ist der Rashica von Werder Bremen. Sollte, glaube ich, auch ungefähr ein Taui kosten. Ist sogar ein bisschen billiger. Das ist auch wieder so eine Karte, so tendenziell für 1,5 würde ich sagen. Okay, sehen wir ungefähr für 900. Ja, 950 geht klar. Ihr könnt natürlich auch immer gucken. Der Rashica ist jetzt zum Beispiel MS, dass ihr vielleicht einen als Stürmer oder ZOM bekommt, wenn ihr hier natürlich schaut, ist jetzt keiner umgeformt, aber 950 geht eigentlich völlig klar, wie gesagt, nehmen wir uns auch einen mit, packt den dann für 1,4, 1,5 drauf, dass ihr mit so Karten immer 500 Münzen Gewinn macht. Wichtig ist auch, dass ihr 100 auf eurer Liste habt, weil umso mehr Plätze ihr auf eurer Liste habt,
umso mehr könnt ihr auch verkaufen. Ist natürlich klar, wenn ihr 100 anbietet, habt ihr eine größere Chance, wie wenn ihr nur 20 anbietet. Aber ich denke mal, sowas sollte klar sein. Aber ihr seid, das erwähne ich ja immer wieder, dass eure Liste auf 100 sein sollte. Gehen wir weiter zu den zwei besten Linksverteidiger, die es gibt aus der Bundesliga. Da haben wir einmal den Roussillon. Sehen wir hier 2-2 ungefähr, sollte man den bekommen. Ja, würde ich auch empfehlen, für 2-2 zu snipen. Für 2-3 gibt es jetzt so viele. Da könnt ihr den Safe auch hier für 2-1, ne, wäre nochmal 200 Münzen allein gespart. Könnt natürlich auch gucken, gibt es hier was mit Chemistry Styles für 2-3, was vielleicht jetzt nicht so 150 Coins Chemistry Styles sind, sondern vielleicht ein Anchor. Ja, hier haben wir sogar welche mit Anchor. Nehmen wir mal 2 mit Anchor, würde ich sagen. Geht völlig klar, wie gesagt, Anchor sehr, sehr gut. Wenn ihr jetzt seht, hier Roussillon ist noch mit Anchor drauf. Schnappt euch zu, nehmt den mit, wie gesagt. Machen wir einen für 3-5 rein, den anderen für 3-2. Immer ein bisschen variieren, ihr kennt das, Freunde, wie gesagt. Wenn ihr natürlich irgendwie dazu Fragen habt, schreibt das natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare. So, ich nenne ihn einfach Jordan, Freunde. Jordan hier für 1-3 könnt ihr mitnehmen. Ist ein sehr, sehr guter Innenverteidiger. Könnt ihr auch so für 1-9 ungefähr verkaufen. Auch den würde ich so empfehlen, auf die Liste zu packen. Geht völlig klar. Wir sagen, sehr, sehr guter Innenverteidiger. Vielleicht jetzt für die Leute, die noch ein bisschen mehr Budget haben, sagen, okay, das sind mir jetzt zu billige Karten. Die können sich auch überlegen, so ein Elvedi drauf zu packen. Wo ist denn hier nicht das hier, sondern das hier. Elvedi, auch eine sehr, sehr beliebte, gut spielbare Karte. Kostet 12.000 ungefähr. Sehen wir hier einen mit Shadow. Wie gesagt, hier könnt ihr natürlich auch mehrere mitnehmen. Wenn ihr natürlich seht, hier Catalyst. Immer mit Chemistry Size mitnehmen. Ist scheißegal so, ob jetzt hier die anderen Basic haben. Ich denke mal, frisch sind jetzt hier keine mehr. Obwohl, ihr könnt auch frische mitnehmen. Sind auch vielleicht nochmal interessant für ein paar Leute. Wie gesagt, bei dem würde ich halt richtig übertreiben, bei diesem Elvedi, dass er halt mindestens ein 1000er Gewinn macht, 13,5. Und wenn ich die mit Shadow bekomme, übertreibe ich sogar richtig, stelle ich die mit für 15, 16k rein. Die gehen auch dafür auch weg. Natürlich, wenn ihr die ein bisschen billiger macht, gehen die natürlich schneller weg. Es kommt weiter mit dem guten Davis von Bayern. Ich hoffe, wir finden ihn so. Ja, sollte reichen. Gucken wir mal, sollte ungefähr 3,5 kosten. Ja, 3,5. Geht auf jeden Fall klar. Könnt natürlich bei ihm schauen, dass er ihn als Champions League Version bekommt. Man muss sagen, ich habe jetzt hier keine Dortmunder drin in dieser Challenge, weil natürlich alle Dortmunder aktuell 7.000, 8.000 kosten, Chat. Sage ich euch, wie es ist. Deswegen, die Dortmunder würden jetzt auch nicht so viele ins Budget so gefallen. Ich sag mal, so ein Emre Can wäre interessant, wenn er wieder auf Abstoßpreis gehen würde für dieses, für diese Challenge hier. In Davis, wie gesagt, könnt ihr für 3-4 mitnehmen. Guckt ihr, dass ihr mit Sentinel oder mit einem Anchor oder so bekommt. Aber kauft den bitte nicht mit Shadow, ne? Also wer den mit Shadow kauft, dem ist echt nicht mehr zu helfen. Stellen wir für 4-5 rein. Auch hier wieder 1k mit der Karte. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach in Ordnung. Gehen wir zu der nächsten Karte rüber. Das ist der Nordi Mukilele. Mukilele, wie ich den immer gerne nenne. Der gute Mann von RB. Kostet 1,2. Und ihr seht, wenn ihr den jetzt bekommen hättet, die kostet sogar 1,4. Okay, 1,4. Hättet ihr schon mal 500 Gewinn nur mit dem Snipe gehabt. Jetzt könnt ihr euch überlegen, wenn ihr jede Karte von eurer Liste sniped, so macht ihr nochmal 200, 300 Münzen mehr Gewinn. Also es lohnt sich schon. Die Karte würde ich so für 1,8, 1,9 verkaufen. Gucken dann natürlich wieder hier Flash ein mit Anchor zu verwischen oder mit Catalyst. Natürlich sehr gut, weil das pusht das Tempo sehr, sehr gut nach vorne. Stellen wir den für 1,9 rein. Das sind dann so 500 ungefähr, mit Abzug zwar nur 400, aber das geht völlig klar. Wie gesagt, für so schlechtere Karten könnt ihr auch mit weniger Gewinn reingehen, sage ich euch, wie es ist. Einem starken Spieler, der Niklas Stark, 1,2, okay, ist sogar ein bisschen sogar gefallen. Sollte man sogar mit einem Snipe für 1000 bekommen. Ja, 1k ungefähr, wie gesagt, so Verteidiger sind sehr, sehr interessant. Würde ich jetzt für 1,7 ungefähr listen. Sagt, die Leute brauchen 11 Bundesligaspieler. Könnt euch ja überlegen, welche Leute sind auf der Position immer die besten. So, der Mainzer ist natürlich auch sehr, sehr interessant. Okay, er ist ein bisschen teurer wie der Stark, ist aber halt auch Franzose. Kann man sich auch gönnen für 1,3, wie gesagt, auch eine Karte, die ihr dann vorneweg für 1,9 oder 2k listen könnt. 1,9 sieht halt immer besser aus wie 2k, muss man einfach sagen. Wäre vielleicht auch noch interessantes, Freunde, und das wird der letzte sein, dann zeige ich euch noch einen allgemeinen Tipp. Der Hernandez von Bayern ist eigentlich auch noch sehr, sehr interessant. Der ist natürlich aktuell sehr, sehr teuer.
boah, 3000 für den ist halt schon sehr, sehr viel, muss man wirklich sagen. Muss man halt dann für fast 4000 verkaufen, dass es sich lohnt. Schaut vielleicht, dass ihr hier dann so einen blauen mitnimmt. Blauer ist interessant. Wir, natürlich den mit Shadow zu bekommen wäre natürlich sehr, sehr gut. Blau plus Shadow wäre natürlich die Optimallösung. Aber ich würde sagen, wir holen mal den blauen. Der blaue für 3k. Den nehmen wir gerne mit, das ist okay. Ist leider weg. Obwohl wurde nicht angezeigt, dass er gekauft wurde. Ja, ist anscheinend trotzdem gekauft worden. Und stellen den dann für 3,9 rein. Das wären dann 800 Gewinnen, wenn er weggeht. Wie gesagt, die werden auch früher oder später alle sich verkaufen, diese Karten. Nehmt ihr euch gerne mit für die UV-Liste, Freunde. Jetzt zeige ich euch noch eine Methode, die ihr machen könnt, wenn ihr nicht so viele Münzen habt, dass ihr sagt, okay, ich kann jetzt nicht so viele holen. Ihr geht hier auf Gold selten und schaut, was die alle so kosten. Und ihr werdet sehen, alle kosten so 800, 900. Ihr könnt die eigentlich versuchen, alle für 800 zu erbieten oder 900. Ihr seht natürlich, der hat jetzt gutes Pace hier, ein Boyata wird weg sein, hätte man mitnehmen können. Und dann stellt ihr die, die ihr hier bekommt, für so 1,2, 1,3 rein. Ein W-Kurs ist jetzt unspielbar. Ihr solltet halt schon gucken, dass diese Karten auch ein bisschen sich bewegen können. So ein Schmied ist nicht schlecht hier. Der Schmied kann man für 900 eigentlich auch mitnehmen. Und dann stellt ihr diese Karten für 1,2, 1,3 rein. Ein paar Flanker, sehr guter Torwart, 1,90 m groß oder so. Könnt ihr sehr mit gutem Cordoba. Ja, geht eigentlich auch noch fit. Ist jetzt auch nicht so unspielbar, muss man wirklich sagen. Deswegen hier so ein Malon, perfekt, Digga. Ordentlich Pace würde ich auch für 1,3 ungefähr listen. Das ist eine sehr, sehr gute Karte. Der kann auf jeden Fall abräumen. Trimmel unspielbar. Hier ein paar Flanker wieder. Der Arnold wäre brauchbar. Also es gibt hier sehr, sehr viele Spieler, die brauchbar sind. Ihr seht das hier. Also die sollten halt ein bisschen was können. So, der Skoff ist auch nicht so verkehrt. Kann man sich auch mitnehmen. Könnt ihr euch auch so die Liste vormachen. Kunja, sehr, sehr interessante Karte. Sehr, sehr guter Zehner. Kruse geht eigentlich auch noch klar. Und dann macht ihr so pro Karte 300, 400 Münzen, wenn ihr diese Methode halt hier macht. Wenn ihr auch nicht genug Münzen habt, um die andere Liste ausführlich zu machen, könnt ihr natürlich auch diese Methode hier eure Karten auffüllen. Ne? Kabak wäre natürlich überragend gewesen. Sehr, sehr gutes Pace. Defending sehr, sehr gut. Rashica hätte man mitnehmen können. Guendouzi, paar Flenker wieder. Also ihr seht, es gibt hier sehr, sehr viele Karten, die interessant sind. Wenn ihr den Tisch bekommen habt, macht ihr, ich würde empfehlen, die einfach alle für 1,3 so zu listen. Alle 1,3 und 3 mit, dann geht es schon klar. Und so macht ihr eure Liste dann voll, Freunde. Wie gesagt, schaut, dass die auf 100 ist. Das ist immer ganz, ganz wichtig, dass die auf 100 voll ist. Wenn ihr natürlich merkt, okay, für 1,3 verkaufen die so schnell, macht ruhig auch 1,4 so. Immer ein bisschen hochgehen, wenn ihr merkt, es gehen zu viele Karten weg. Könnt ihr easy machen, Freunde. Wie gesagt, wir haben jetzt hier nur 20 Plätze geholt. Wie gesagt, ihr holt jede Karte 3-4 Mal, füllt den Rest mit den Goldkarten auf, dann habt ihr eine 100er Liste. Dann schauen wir nochmal hier kurz durch. Wie gesagt, ihr seht das hier, was wir geholt haben. Ich würde euch empfehlen, die Karten genauso zu holen. Kann ich jedem nur empfehlen, Freunde. Wenn es euch natürlich gefallen hat, gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.